In der Organisationsberatung gibt es ganz verschiedene Herangehensweisen, wie ich eine Organisation unterstütze bei ihrem Veränderungsprozess. Eine Möglichkeit sind die Organisationsaufstellungen. Dort können wir uns Teams anschauen, also das Verhältnis der einzelnen Teammitglieder zueinander, zu der entsprechenden Führungskraft, aber auch die informelle Führung, wie ist die Hierarchie innerhalb des Teams. Wir können uns ganze Organisationen anschauen, wie verhält sich Vertrieb zu Produktion, zu Einkauf, zu Controlling. Wie stehen die Abteilungen zueinander? Wie stehen die wiederum zur Geschäftsführung und so weiter und so fort? Das heißt, wir können dort ausprobieren, wie die Menschen miteinander funktionieren, wo Konflikte sind, was hinter den Konflikten steckt und wie wir die lösen können. Das Gleiche gilt allerdings auch, wenn wir Marken aufstellen oder einzelne Märkte, wenn wir uns den Kunden vorstellen und bieten ihm verschiedene Produkte innerhalb der Aufstellung an, sehen wir ja, auf welches Produkt er reagiert, was den Produkten vielleicht noch fehlt, auf die er nicht reagiert hat. Oder auch wir nehmen uns gewisse entscheidende Personen raus aus einer Organisation, die gerade für die Frage relevant sind, und schauen, wie die zueinander stehen. Wie stehen die zum Unternehmensziel? Wer hat das Unternehmensziel im Blick? Schauen alle auf das gleiche Unternehmensziel oder gibt es dort eher Sachen, die sie untereinander klären wollen? Das Ganze wird aufgestellt, indem wir die einzelnen Rollen auf Stellvertreter übertragen und sehen dann, wie die miteinander interagieren.